da denkt man schon dran, wenn man dann den Platz betritt. Was würde jetzt tatsächlich passieren, wenn ich jetzt irgendeinen spielentscheidenden Fehler mache? Das Duell der Wiesbadener gegen den SV Meppen. Die Kapitäne zur Seitenwahl erschienen bei Felix Bickel und seinen Assistenten Marius Schlübe und Timon Oliver Schulz. Ui, er hat sich offensichtlich wirklich wehgetan. Könnte uns ein Problem bescheren, wenn hier der Schiedsrichterassistent ausfällt. Dann muss Ersatz her. Als die Rettungssanitäter kamen und ihn auf der Trage weggetragen haben, war mir dann schon bewusst, da es ja in der dritten Liga keinen vierten Offiziellen gibt, dass jetzt da ein Ersatzmann her muss. Wer übernimmt die Fahne? Ich habe noch immer überlegt, weil ich auch mir selbst nicht ganz sicher war, weil es natürlich auch schon noch was anderes ist, das dann in der dritten Liga zu machen. Und natürlich mit viel höherer medialer Präsenz, mit viel größerem Druck, was auch die Entscheidungen angeht. Weil man muss ja auch dazu sagen, in dem Spiel ging es ja auch um wirklich was. Aber mein Vater meinte dann auch, ich sollte diese Chance nutzen. Der hat mir sozusagen einen kleinen Schubs gegeben. Also ich stand schon an der Klippe, aber er hat mir sozusagen die Klippe dann runtergeschubst. Da, der mit dem mintfarbenen Kragen. Dem haben sie jetzt so auf die Schulter geklopft. Ist er der Auserkorene? Also in der Kabine, als ich mich dann umgezogen hatte, lag da der primäre Fokus schon darauf, einfach sozusagen uns gegenseitig zu pushen, weil es ja sowohl für mich als auch für die beiden Situation war, die total ungewöhnlich war und die noch keiner so erlebt hatte. Ich kann Ihnen sagen, wer der neue Mann ist. Jannis Jeschke. Tja, er wollte einfach nur zum Fußball. Und jetzt ist er hier im Rampenlicht. Der Oberliga-Schiedsrichter aus Offenbach. Und dann habe ich einfach, als ich den Platz betreten habe, die ganze Atmosphäre versucht aufzusaugen. Habe aber auch gleichzeitig mir gesagt, ich muss es ja irgendwie schaffen, das drumherum auszublenden, um mich auf das Spiel zu fokussieren und zu konzentrieren. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Ball dann wieder gerollt ist, habe ich das zum Glück auch geschafft. Ball kommt nach innen, abseits. Jannis Jeschke hat die Fahne hochgerissen da hinten und auf Abseits entschieden. Keine Proteste der Meppener. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Szenen, die ich hatte, von Schwierigkeitsgrad her überschaubar waren. Abseits. Jannis Jeschke hat die Fahne gehoben. Da kamen tatsächlich auch viele Spieler auf einen zu und haben dann gesagt, ja, vielen Dank, dass Sie eingesprungen sind. Das haben Sie gut gemacht. Und das ist natürlich auch nochmal ein schöner Beweis dafür, dass die Spieler auch gemerkt haben, dass es was Außergewöhnliches war. Da wurde mir auf jeden Fall viel Dank ausgesprochen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.